Leute, diese Teile hier, wo eigentlich für Hunde sind, ist eh schon gefächert, dass Hunde das tragen sollen. Ja? Aber ich wollte. Ne? Die haben leider nicht funktioniert. Nur einer hat funktioniert. Die werden das reparieren. Wenn dieses Video hier gut läuft, also alle liken, dann zweiten Teil bitte liken. Ich möchte die Jungs wirklich wegschauen. Mit den Elektroschock-Dingen, oh mein Gott. Ich hab mich so gefreut. Der Nathan fährt extra 500 Kilometer hierher. Ich hab mich so gefreut, als das nicht funktioniert hat. Ich so. Ich hab mich so gefreut, als ich erfahren habe, dass ich das machen darf mit euch. Ich verteile jetzt Nackenschellen, das heißt, euch ist klar, ne? Das wird viel. Oha, drei. Und manchmal, wenn ich langweilig habe, nehme ich ein bisschen Wasser und klatsche euch das. Okay, ich stelle die Frage. Digga, da stehen doch sowieso nicht die Antworten drauf. Ich weiß. Was verdeckst du? Was verdeckst du? Vielleicht selbst, wer weiß. Wer von uns ist der Unordentlichste? Levin ist halt echt stabil am Wäschewaschen. Fitzi ist aber, glaube ich, auch. Und Alper, glaube ich, eigentlich auch. Der Unordentlichste. Dafür Levin alles im Kühlschrank verfault, was von dir ist, ne? Was? Stimmt nicht. Das ich glaube, dieses hier. Ich glaube, ihr seid beide relativ. Du bist ordentlich. Nein! Ich schwör, ich glaube auch Fitzi. Ich glaube auch Fitzi. Also, ehrlich? Also, geh mal bitte in den Kühlschrank. Guck mal bitte in den Kühlschrank. Aber ey, du musst sagen, im Kühlschrank vergammelt schon einiges. Ja. Und übrigens, da ist immer noch ein Ei, ein kaputtes Ei im Kühlschrank von dir. Was du von mir? Das ist von dir. Die Runde ist mit Wasser. Okay. Kündige ich an. Die Runde ist Wasser. Zweite Frage. Wasserrunde. Wer von uns verdient am meisten Geld? Fitzi hat schon stabile Deals so. Du, der hat die besten. Hä, nein, Jungs. Samsung, Digga, Samsung. Ja, wir haben auch Geld. Er verdient so krass Geld. Obwohl er weniger verdient als er. Digga, Bro, er ist komplett nass, Digga. Ich hab ihn komplett. Es hat wenigstens eine positive Seite, dass wir weniger verdienen als er. So. Danke, Mann. Bro, du musst dich einmal drehen. Man sieht's gar nicht, Digga. Ich wusste nicht, dass du komplett. Er ist cool nass, Bro. Ich wusste nicht, dass du den ganzen Liter drauf tust, Bruder. Wenigstens verdiene ich mehr als ihr, ihr Ihr geringe 1.000 Euro. Wer von uns würde am ehesten für 500 Euro in Boxershorts durch die Stadt laufen? Ja, easy. Hi, du! Bro, dein Nacken ist komplett rot schon! Gib dir nochmal zwei Runden, dann glühst du ihn drauf. Scheiße! Vor allem der kitzelt so meinen Nacken nicht so. Ja, ich hab's so bei dem Knie angetäuscht, so ein bisschen. So. Okay, vierte Frage. Wer von uns tut am meisten für das 030-Haus? Das zählt nicht. Ich hab ihn so ernst zu dem verletzt. Ich glaube wirklich. Ich hab zwar, es hat nicht geklatscht, deswegen wollte ich nochmal. Oh mein Gott! Aber ich hab, gefühlt eine kurze Lähmung. Und ich hab ein bisschen, ich hab taube Finger davon. Dabei sind meine Augen zugegangen. Ich so. Kurz Licht aus. Ich freue mich gerade einfach nur, dass ich gerade nichts geschlagen habe. Riesennachteil, dass ich hier was für das Haus tue. Levin hat den Kopf nicht mal runtergemacht. Ja. Levin war so, nee, Mann. Ich so, bin ich halt. Und dann hat er schon geschlagen. Ich schwöre, Levin bei der Frage. Nächste Frage. Wer von uns hat die meisten Dates, seitdem wir in Berlin leben? Oh, ich hätte sogar einen Stromschocker. Scheiße, es ist schwierig. Aber wir reden hier von Dates, Nathan, gell? Richtig und wichtig. Er ist einfach so der Player, ich glaub's nicht, Digga. Aber es ist so, ne? Wer hat hier in der Anfangszeit jede Woche ein Tinder-Date, Digga, und war auf. Du! Du! Hä, hey, Digga? Es waren nicht so viele Oha, du übertreibst ja, so. Wir stellen mir jetzt auch wirklich hardcore da. So schlimm ist es wirklich. Real, Digga. Einfach tut's mir, wenn ich jede Woche ein Date hätte, Digga. Wir alle drei sind, wir sind nicht so schlimm. Das Schlimmste ist eigentlich Alper, Digga. Ja, aber klar, das ist ja auch nicht so gut. Nächste, Wasser und Schnackenschelle auf einen. Ich nehme so Wasser und dann mach ich so. Pah. Wer von uns würde am ehesten eine Beziehung eingehen? Boah, das ist schwierig, Digga. Das ist richtig schwierig. Wollt ihr nicht alle eigentlich gerne eine Beziehung haben? Nee, Levin ist schon echt doller Punkt. Was für Beziehung? Ich hab keine Gefühle, ich bin ein Eisberg. Das ist der Abend jetzt fürs Video. Ja! Ey, das ist eben gut, so eine Wasserschelle. Das mach ich nur noch, Bro. Ey, ich schwöre, ich hab deine Hand so richtig so. Ich hab beides. Das Witzige ist, Digga, diese Frage, die wir eigentlich beantworten müssen, wir müssen das direkt. Ja, aber ich nicht. Das ist so witzig, Digga, dass er dann so. Ah, Scheiße. Nächste Frage. Wer von uns gibt am meisten Geld aus? Oh, das ist so. Digga, ich muss gar nicht runtergehen. Ich muss auch gar nicht runtergehen. Ja, komm. Komm. Gucci, Balenciaga,
Balenciaga. Was hat der noch hier? 5 Cam. Hier Louis Vuitton. Ja, Louis Vuitton. Ja. Ich glaube, der hat nicht mal normale Klamotten. Letztens, ich sehe, der sagte mir, er geht baden. Ich wollte kurz reinschauen. Ich sehe ein Ding, der badet in Geld. Der wäscht sich. Ein Lügner. Wenn ich Geld brauche, gehe ich nicht zur Bank, ich gehe zur Alpine. Nächste Frage. Wer von uns dreien ist der faulste? Alpine. Ja, mal kurz so, was soll das? Wie er sich hochdrückt. Ja! Scheiße, Digga, das ist so doll, was ich hier mache, Digga. Ich hab ein bisschen Mitleid mit euch. Ey, warte mal, da kann ich gefühlt etwas drauf braten. Bring mal ein Ei. Lass mal hier ein Ei machen. Wer verdient am meisten Geld? Fitti. Zack. Wow. Wer ist am faulsten? Der Fitti. Zack. Ja, was soll das denn, komm, Digga? Der faulste verdient am meisten Geld. Ich sag, wie ist es? Der faulste verdient am meisten Geld. Nehmt euch das zu Herzen, Leute. Zwei Fragen haben wir noch. Nächste Frage. Das heißt, die letzten zwei, da hau ich auf doppelt so stark, ne? Wer von uns hat die meisten Talente? Ich bin Nathan. Leben ist echt krass, was er alles kann. Ist. Boah, Levin ist wirklich so doll. Wild, Alter. Levin ist schon krass, Digga. Schlagzeug spielen und so. Scheiße, ich weiß es nicht, Digga. Alper hat sich einmal 6 Sachen gleichzeitig balanciert. Ich höre, der kann jonglieren und alles. Levin kann 6. Eigentlich ist Alper nur untalentiert. Ich hab's dir! Ich hab ihn verkauft, Digga. Ich hab ihn verkauft. Ist doch wie Alper, was kannst du eigentlich so? Schauspielen, Videos kreieren und mehr nicht. Die wichtigste Frage, die wir uns heute widmen, ist... Das ist die letzte Frage, ja? Wer von uns dreien ernährt sich am ungesündesten? Ihr seid schon echt nur am Bestellen, ne? Ihr lebt einfach über die Frage. Ja, man kann auch gesund bestellen. Digga, der tut so, als ob der jemals in seinem Leben gesund bestellt hat. Schau meine Koch-Stories und so weiter. Guck mal, Koch-Stories! Ja, das war's leider für dich, Mann. Einmal im Monat macht er einen Salat, Digga, und filmt das und dokumentiert alles, wie er schneidet und so, Digga. Er hat nur den Salat vom Döner gegessen. Er hat nur den Salat rausgesucht. Digga, er zieht extra lang. Bro, das war anders. Okay, ey, ich möchte mir nochmal eindeutig bei euch geben. Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es geht euch irgendwie gut. Wenn ihr wollt, dass wir noch einen Teil machen mit diesen Elektroschockern und ich der bin der Schock, dann müsst ihr auf jeden Fall hier einfach ein Like reinschallern. Ja, wie viel? Was ist realistisch? 5.000 Likes. 10.000. So viel Likes. Ja, okay. Okay, Freunde, bei 5.000 Likes machen wir die Elektroschock-Challenge. Warte, du fährst extra. Ich bin da hier wieder her. Ich komm wieder her. Er sagt sogar Hochzeit ab, um nur das mitzumachen. Ja, mein Freund, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Daumen nach oben. Checkt auf jeden Fall unsere Social Medias. Checkt gerne auch Nathan ab. Alles unten in der Beschreibung. Lasst einen Kommentar da. Fitti hat das Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Peace!